Hallo, ein neuer Monat ist um und das heißt, ein neues Favoritenvideo ist fällig. Ich denke mal, dieser Monat wird auch sehr, sehr schnell abgehandelt sein, weil ich war ja mitten im Monat in New York und habe da viel Zeug gekauft, was ich aber nicht mit in die Februar-Favoriten mit reinnehme, einfach weil es da nicht reingehört, finde ich. Ich habe es ja erst mitten im Monat gekauft und da ich sonst im Februar gar nicht so viel benutzt habe, wird das Video sehr schnell, denke ich mal. Wir fangen einfach mal an. Das erste, was ich hier für euch habe, ist die Urban Decay Gwen Stefani Blush Palette. Die habe ich relativ zeitig im Februar oder war es sogar Ende Januar, ich weiß es nicht mehr, neu gekauft und fand die ganz, ganz toll. Mich da auch sehr drüber gefreut. Ich finde auch die Verpackung wieder so schön. Spiegelt. Die ist ja ähnlich wie die andere Verpackung. Ist ja alles so ein bisschen angeglichen worden mit der Limited Edition eben. Die Palette an sich sieht so aus. Ich habe davon jetzt nicht alle Farben regelmäßig benutzt, aber ich sag mal so, diese vier Farben auf jeden Fall und die hier auch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt das Richtige zeige. Ja, als Blush bzw. teilweise eben auch als Highlighter benutzt. Einige Farben, zum Beispiel die Farbe hier, kann man sehr, sehr schön als so eine Art Blush und Highlight in einem verwenden. Und der Auftrag ist sehr, sehr schön. Die lassen sich sehr leicht verblenden. Und wenn man so mit dem Finger schon allein reingeht, die fühlen sich total samtig an, die Farben. Also so von der Textur her einfach total samtig. Und ich bin einfach sowas von verliebt in diese Palette. Passt eben sehr gut zu der Lidschattenpalette. Verwende ich beides auch unglaublich gerne in Kombination. Und hat es deswegen diesen Monat definitiv in meine Favoriten geschafft. Dann habe ich auch eine neue Mascara für mich entdeckt. Und zwar habe ich schon eine ganze Weile bei mir zu Hause gebunkert, die Roller Lash Mascara. Ich weiß nicht, ich hatte das Foto, wann ich die gekauft habe, auch mal bei Instagram hochgeladen, aber ich habe sie tatsächlich jetzt erst das erste Mal benutzt, so in der Zeit. Finde die ganz, ganz, ganz toll. Die trennt die Wimpern wirklich schön, gibt noch ein bisschen mehr Länge und Verklumptheit. Nicht das, was ich bei Wimperntuschen überhaupt nicht leiden kann, wenn man so eine ganz fetten Fliegenbeinchen hat oder wenn dann so richtige Klumpen manchmal auch dranhängen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich werde sie auf jeden Fall nachkaufen, denke ich mal, obwohl sie schon einen stolzen Preis hat. Ne? Mit fast 25 Euro kostet die, glaube ich. Aber ich sag mal, Mascara hält ja auch relativ lange, bei mir zumindest. Also es kommt immer drauf an, manche trocknen unglaublich schnell ein, manche nicht. Ich hoffe, die hält lange. Und die ist aber relativ ähnlich zu dieser, wie hieß die, Lash Sensational von Maybelline. Ich glaube, da werde ich demnächst mal irgendwie einen Vergleich machen, einfach um für mich auch rauszufinden, ob die sich denn so viel nehmen oder nicht, weil dann kann man im Endeffekt auch die andere weiterkaufen. Aber bisher bin ich auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Oft benutzt habe ich auch mein neues Make-up und zwar ist das die Estee Lauder Double Wear Foundation in der Farbe 1N1 Ivory Nude. Ich hatte sie mir erst in der Farbe 1C1 Cool Bone, glaube ich, bestellt. Oder gekauft, nicht bestellt, sondern ich hatte sie mir mal mitbringen lassen. Allerdings hat mir die Farbe gar nicht gepasst, obwohl sie laut Internet ja passen sollte, aber Internet und Realität ist ja auch immer so eine Sache. Die war auf jeden Fall viel zu orange an mir, es sah aus wie eine Orange irgendwie und sie war auch ein bisschen zu dunkel und die Farbe passt auf jeden Fall besser. Ich bin auch extrem begeistert, was die Haltbarkeit angeht. Also wenn ich wirklich tanzen gehe oder irgendwas, man macht sie drauf und ich muss mir da überhaupt keinen Kopf machen, ob da irgendwas verrutscht oder ob es irgendwie fleckig aussieht oder cakey oder ob sich an manchen Stellen so absetzt, muss ich mir gar keinen Kopf machen. Das Einzige, was ich vorher machen muss, aber das mache ich eigentlich immer bei Foundation, weil ich sonst das Problem habe, dass ich meine Haut peelen muss, weil gerade im Winter habe ich sehr trockene Haut, wo sich dann schnell irgendwelche Foundation-Reste absetzen und das sieht dann mehr als merkwürdig aus. Kann ich sehr empfehlen, die Foundation. Also ich denke mal, die werde ich jetzt auch in Zukunft öfter benutzen. Ich habe zwar jetzt in New York wieder eine neue gekauft, aber die beiden werde ich wahrscheinlich jetzt standardmäßig erstmal eine Weile testen und benutzen. Und mein letzter Favorit für diesen Monat, Februar, ist, und der sieht sehr hässlich aus, weil hier so dieser Kleberest nicht abging leider, ist der Lasting Perfection Concealer von Collection 2000. Das ist eine englische Marke, also die gibt es quasi in der Drogerie in London oder generell in England halt. Die hatte ich mir mal irgendwann bei eBay bestellt, dann ging der leer, dann hatte eine Freundin von meinem Freund mir den netterweise aus dem Urlaub mitgebracht, weil ich den echt toll finde, der deckt sehr, sehr gut ab und ich habe den jetzt so ein bisschen wiederentdeckt, der ist zugegebenermaßen ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich so begeistert war von meinem Urban Decay Concealer, dass ich den erstmal eine Zeit lang nicht so doll benutzt habe, aber
Auf jeden Fall finde ich die Farbe auch sehr passend. Der ist auf jeden Fall hell genug für mich, um zu highlighten. Ich sage schon wieder total oft auf jeden Fall, oder? Egal, ich versuche es zu vermeiden. Man sollte den Concealer allerdings, wenn man die Gelegenheit hat, wirklich dort vor Ort selbst kaufen oder sich mitbringen lassen, weil der da, ich glaube, ich habe jetzt 5,50 Euro bezahlt oder so. Und bei eBay kriegt man den dann fürs Doppelte. Also da ist der dann natürlich auch nur in der hellsten Farbe. In den anderen Farben ist der dann irgendwie günstiger. Aber ich glaube, in der hellsten Farbe kostet der da auch 12 Euro oder irgendwas. Also es ist total bescheuert. Aber gut. Falls ich mal die Möglichkeit habe und mal irgendwann in meinem Leben es schaffe, nach London zu fahren, dann kaufe ich mir, glaube ich, gleich 5 oder 10 Stück davon. Einfach, dass ich welche auf Vorrat habe. Und das war es auch schon mit meinem Favoritenvideo. Ich sage ja, es ging unfassbar schnell. Ich habe so viel Neues in New York gekauft, dass ich gar nicht so richtig weiß, was ich überhaupt Anfang des Monats noch so großartig verwendet habe, was halt nicht ich da gekauft habe. Deswegen fiel es mir diesen Monat etwas schwerer. Ich denke, mein nächsten Monat wird einiges mehr kommen. Wir werden dann sehen. Das war es, wie gesagt, mit meinen Februar-Favoriten. Ich wünsche euch einen wunderschönen März und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!